Und nun noch eine äußerst verspätete Aufnahme. Ich werde gleich rechtfertigen, warum. Ich habe hunderte Stunden in dieses Filmprojekt gesteckt und dann ist mein Schnittprogramm abgestürzt und hat meine Videospur zerschossen. Nichts geht mehr, wortwörtlich. Mein Zustand lässt sich am besten dort verorten, wo ich kurz vor meiner letzten Stoßtherapie war. Aber ich kann ja nun nicht mal daraus schließen, dass es sich um einen Schub handelt, aufgrund des fehlenden Medikamentes, weil der Abstand schon wieder so groß war. Denn das letzte MRT hat ja auch keinerlei Entzündung im Gehirn oder Aktivität ergeben. Dieser Tanz durchs Freudental hielt exakt eine Woche an. In der Tat, ich konnte super stehen, Gleichgewichtsübungen machen. Ich konnte so viele Sachen wieder. Und dann nach einer Woche war es vorbei. Schlagartig. Genauso wie die cortisoninduzierte Panik schlagartig endete. Ich saß an meinem Tisch und konnte regelrecht spüren, wie in mir etwas plumps machte, absackte. Dann war sie weg und es blieb die standardmäßige Panik. Ich vermag kaum vom Rollstuhl aufzustehen. Ich glaube, das sagt schon alles aus über meine Verfassung. Meine Hände bauen immer mehr ab. Ich konnte gestern die Maus nicht mal mehr halten. Und in mir wuchern durchaus Impulse dahingehend, meinen Körper dafür leiden zu lassen, dass er mich leiden lässt. Aber ich stecke in einer völligen Lethargie fest oder einer Agonie. Ich bin handlungsunfähig. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und als meine Neurologin mich eben fragt, ob ich Cortison möchte, fragte wiederum ich mich selbst, wie schlecht muss es mir gehen, um wieder angekrochen zu kommen. Der Rollstuhl ist jetzt seit 2 Wochen in der Reparatur, wurde vor 2 Wochen abgeholt. Heute hätte ich einen Ersatz bekommen sollen, aber Pustekuchen. Genauso offiziell hätte ich am Freitag mit meiner neuen MS-Therapie beginnen sollen. Dieses neue Medikament, genannt Krebus, ist ein Immunsuppressivum. Per Infusion wird es einmal halbjährlich verabreicht. Und ich habe das Vergnügen, allein dafür jetzt noch 3 Termine wahrnehmen zu müssen. Erstmal an meinem Geburtstag wird mein Blutstatus noch einmal festgestellt. Die Lymphopenie, also sprich mein nicht mehr vorhandenes Immunsystem, macht ihr Sorgen. Dann die Woche drauf hat man das Medikament hoffentlich bekommen. Meine Neurologin meinte, das wäre nur über die Firma erhältlich. Was genau das jetzt heißen soll, weiß ich nicht. Auch wurde mein Antikörperstatus getestet, wie viel Antikörper ich gegen Hepatitis habe. Und an meinem Geburtstag wird dann eben noch gecheckt, ob ich Tuberkulose hätte oder nicht. Außerdem galt es, allerhand Impfungen aufzufrischen. Riesenaufwand und es verzögert sich und verzögert sich und mir geht schlechter und schlechter. Dafür meinen Sommer weggeschmissen. Der Herbst ist sprichwörtlich mit der Tür ins Haus gefallen, übers Land hereingebrochen. Gestern war noch Sommer und heute ist es windig und kalt. Dieser letzte Beitrag soll einfach nur die Endpointe festhalten. Den Karlauer am Schluss.